Hallo, Veronika ist wieder hier. Top, dass du wieder dabei bist. Heute erkläre ich in diesem Video oder sage ich in diesem Video, was ich aufs Brot esse. Denn ich wurde jetzt öfter gefragt, was esse ich auf dem Brot, tue ich mir was drauf, was für Brot, Honig, Marmelade, etc. pp. Darauf gehe ich jetzt ein in diesem Video. Vorher, wenn du schnell abnehmen möchtest und deinen Körper definieren möchtest, dann lege ich dir sehr meinen magischen Bauchweg-Turbo ans Herz. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Schau dir alle Infos dort an, dort findest du alles. Also ja, ich esse sehr gerne Vollkornbrot, das tue ich auch fast jeden Tag. Nicht direkt zum Frühstück, da habe ich, wenn du meine Videos verfolgst, weißt du das schon längst, mein Special Müsli, darauf stehe ich total, das mag ich einfach total gerne. Deswegen esse ich zwischendurch mal als Snack ein Brot, da auch Roggenvollkornbrot, auf jeden Fall Vollkornbrot, ne? Also Weißmehl kannst du ganz direkt aus deiner Ernährung, aus deinem Plan streichen. Weißmehl ist wirklich überhaupt nicht gut zum Abnehmen, da empfehle ich dir wirklich Roggenvollkornbrot. Und so weiter. Ja, was esse ich drauf? Wenn man jetzt mal so in den Supermarkt geht und schaut, da gibt es auch schon ein Video zu von mir, dass in der Wurst und so weiter meistens Zusatzstoffe drin, also versteckte Zucker, die da einfach nichts zu suchen haben. Die Hersteller machen das aufgrund von Geschmacksverstärkungen und so weiter, damit es überhaupt nach irgendwas schmeckt, diese Abfälle meistens. Es gibt aber auch Läden, also Bioläden, wo es Fleisch, also insbesondere Aufstrich aufs Brot eben ohne Zusatzstoffe gibt. Ja, wie mache ich das? Ich esse sogar, wenn ich als Snack zwischendurch mein Brot esse, es auch gerne mal so, ohne irgendwas drauf. Ich habe mir jetzt allerdings mal eine Wurst geholt, die ist direkt vom Metzger aus dem Allgäu und natürlich kommt man da nicht jeden Tag dran vorbei, aber die ist wirklich sehr gut, weil hier nur Fleisch drin ist und ein bisschen Rauch und Naturgewürze. Da ist sonst nichts anderes drin, aber das hier findest du auch im Bioladen, sowas ähnliches zumindest. Im normalen Supermarkt meistens nicht. Also ich habe noch keins gefunden, ohne Zusatzstoffe. Ja, wie mache ich das mit Honig und Marmeladen und Co.? Ja, ich habe wirklich, bevor ich mich so gesund ernährt habe, sehr, sehr gerne Marmelade gegessen. Ich war wirklich ein Marmeladenverschlinger. Da ist aber einfach ohne Ende Zucker drin. Meistens nicht nur Fruchtzucker, sondern zugesetzter Zucker. Deswegen esse ich gerade überhaupt gar keine Marmelade. Und es fehlt mir auch gar nicht. Ja, wenn du Marmelade essen möchtest, also ich habe jetzt noch keine gefunden, wo kein zusätzlicher Einfachzucker drin ist. Falls du eine findest, sag mir Bescheid, aber deswegen verzichte ich auf Marmelade. Wenn man mal einmal die Woche oder so ein bisschen Marmelade auf dem Brot ist, ist das schon in Ordnung. Ich würde es aber nicht jeden Tag machen. Ich würde es dir nicht empfehlen. Honig ist genauso wie Einfachzucker, da ist ziemlich viel Zucker drin. Kannst du genauso gut Einfachzucker essen, würde ich auch nicht zu viel empfehlen. Es gibt nur einen Manuka-Honig aus Neuseeland, der ist sehr gut. Auch wenn du erkältet bist oder so, dann kann man den gut nehmen. Aber da würde ich auch nicht so viel von essen. Ja, aufs Brot. Butter oder Margarine ist ganz klar. Wenn überhaupt, dann Butter. Auch beim Braten oder so, nimm auf jeden Fall Butter. Margarine ist zu künstlich, wird viel zu künstlich hergestellt. Meistens keine guten Stoffe drin, die meistens wirklich nicht gesund sind. Nimm Butter. Fett ist nicht schlimm für dich, wenn du abnehmen möchtest, sondern bringt deine Fettabnahme noch richtig in Schwung, also die gesunden Fette, genauso wie in Nüssen auch gesunde Fette drin sind. Also mach da keinen Halt davor. Aber schau da auch immer nochmal hinten drauf, was da alles drin ist. Also, wenn du wirklich erfolgreich abnehmen möchtest, achte darauf, was du dir aufs Brot tust. Ich kann hier so Metzgers Aufschnitt empfehlen oder Bio aus dem Bioladen. Nicht aus dem Supermarkt, sondern aus den speziellen Bioläden. Ja, Ernährung ist ganz wichtig, deswegen im magischen Bauchwerk-Turbo habe ich noch viele Rezepte und Aufklärungen zur Ernährung sowie Tipps für dein Training. Deswegen
Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Trag dich jetzt ein dazu. Ich sehe dich dann. Ich freue mich, mach dich fit und bis zum nächsten Video.